Und das finde ich extrem spannend und nochmal extrem intelligent, dass wir sagen, nicht Sexualität ist privat und geht nur mich was an, sondern dass wir dieses sehr Private, was nur mich was angeht, zu einem Flussbett gemacht haben für das, was aus der Umgebung kommt und was da ja sowieso ist. Ich kann jetzt sagen, ich habe mit BDSM nichts zu tun. Ich lebe aber in derselben Kultur. Also an mir rauschen gerade 1 Milliarde Möglichkeiten vorbei, mich weiter zu befreien von meiner eigenen Identität, von meinen eigenen Gehorsamsspuren, dem gegenüber, was hier tabu ist, sich nie gehört und so weiter. Und diese Mündigkeit zu sagen, ich gehe mit dem, was meine Energie ins Fließen bringt, statt mit dem, was für eine Frau okay ist oder laut Feminismus oder laut Männerbewegung oder sonst was okay ist. Das ist eine faszinierende Art von Selbstständigkeit. Sozusagen das Individuum behauptet sich, indem es sich in das Kollektiv hineinschmiegt. Und das ist der letzte Punkt, bevor wir dazu super gerne in den Dialog gehen können. Ich bin überzeugt davon, dass an dem Punkt, an dem wir den Raum von Orgasmus verlassen, um in die Gefilde von Ekstasen einzutauchen, in denen das Staunen und Lernen nie enden kann. An dem Punkt endet die Frage, wofür das denn gut sein soll, wenn wir jetzt mal sagen, Lust ist vielleicht kein Selbstzweck, weil alles, was ich individuell, wenn ich umgeben bin von als Frau, verhält man sich im Sex nicht so und so in dieser Kultur. Und das ist ein Trauma, unter dem Milliarden von Frauen bereits gelitten haben und auch heute leiden. Und ich als Flügel der Erde geneigtes Wesen zapfe diese Tabu und Trauma und Kontraktionsladung an. Mit meinem individuellen Nervensystem, für meine individuelle sexuelle Erfahrung. Und ich leite dadurch in die Freiheit und in die Ekstase. Dann entlade ich energetisch aus diesem geballten Raum, der sonst alle anderen Leiden macht. Das heißt, an dem Punkt ist es off service for the collective. An dem Punkt ist es etwas, wo ich meine eigene Lust anbiete als einen Schleudergang, als einen selbstlosen Highway raus aus dem, wie sehr wir uns als Gattung verpflichten, speziell im Sex, speziell als Mann, speziell als Frau, speziell als jedes andere Geschlecht zu leiden. Wir dürfen uns unser Leben lang nach der Ekstase sehen, aber wir dürfen sie nicht haben. Und wenn wir sie haben, dann müssen wir uns gefallen lassen, wir seien egoistisch. Und das Gegenteil ist der Fall. Je ekstatischer, desto selbstloser. Das können wir nicht verhindern. Und auch das finde ich spannend, dieser sozusagen selbstlose Dienst an allem, im Feld der Lust, der Sexualität, dessen, was ein Leben lebenswert und lebendig macht, indem wir so selbstsüchtig sind, dass wir ernst nehmen, was uns antört. Und der letzte Punkt vielleicht dazu, dass das Übertragen die frohe Botschaft ist, dass alles, wo wir zurückschrecken, alles, wofür wir uns schämen, alles, wofür wir uns heute schuldig fühlen, du und ich, ist also eine gefundene Goldader für mehr Ekstase. Sozusagen mehr Ekstase, ja, das fühlt sich super an und jetzt noch ein bisschen mehr hier und jetzt noch ein bisschen mehr hier. Das ist der safe Weg, der geht langsam und zuverlässig, der fühlt sich schön an. Aber wenn ich sage, wow, oh Gott, ekliger und furchtbarer und verbotener und schlimmer und schuldiger geht's nicht. Also wenn ich so weit weg bin von der Ekstase, wie es nur geht, dann habe ich aber auch so sehr den Bogen gespannt, wenn ich den jetzt loslasse, knallt mir das ganze Ding wirklich in die Freiheit und in die Ekstase und in die Dankbarkeit. Also ist auch ganz allgemein, was lernen wir vom Flügel der Erde und vom Flügel der Luft? Wir lernen davon, die Störungen in Bezug auf Sexualität, im Sinne von das, was sich nicht sexy anfühlt, ob das kalte Füße sind, ob das Scham ist, ob das Verlegenheit ist oder ein vergangenes Trauma, all das ist so ein toller Hinweis darauf, wie viel mehr noch zu holen ist.